Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der oder die unabhängige Polizeibeauftragte beim Landtag Nordrhein-Westfalen kommt. Seit vielen Jahren ist dies für uns Grüne ein so zentrales Projekt in der Innenpolitik. Wir haben das versprochen und lösen es verlässlich ein. Der oder die unabhängige Polizeibeauftragte wird eine Ansprechperson sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für Polizistinnen und Polizisten. Niedrigschwellig, transparent und neutral. Und weil mir und weil uns dieses Projekt so sehr am Herzen liegt, möchte ich meine Rede heute als Einladung formulieren. Geben Sie dieser Vertrauensperson eine aufrichtige Chance. Denn im Kern geht es um die Botschaft: Wir nehmen es ernst, wenn das Vertrauen in den Staat sinkt. Die Botschaft: Wir als Staat arbeiten an uns. Nicht nur individuell, sondern gerade auch bei strukturellen Fehlentwicklungen. Die Botschaft: Wir als Staat lassen uns in die Karten schauen. Nicht nur dann, wenn es uns passt, sondern wenn Bürger das wollen. Die Botschaft: Wir nehmen Kritik von innen ernst, indem Polizistinnen und Polizisten sich jenseits des Dienstweges an eine Stelle wenden können. Der oder die Polizeibeauftragte steht also für einen Staat, der strukturelle Mängel ernst nimmt und Verbesserungen wirklich will. Die überwiegende Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten in Nordrhein-Westfalen kommt ihrer anspruchsvollen und gefährlichen Arbeit jeden Tag mit größter Gewissheit nach, innerhalb der rechtsstaatlichen Grenzen und mit beiden Beinen fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Danke, dass wir uns dessen immer sicher sein können. Aber da wo Menschen arbeiten, da wo 40.000 Menschen arbeiten, passieren Fehler. Und die Polizei ist Hüterin des Gewaltmonopols. Und deshalb stellen wir ganz besonders hohe Anforderungen an Sie. Deshalb braucht es Transparenzmechanismen und höchste Ansprüche an eine Fehlerkultur. Und deshalb ist es absolut richtig, eine unabhängige Instanz zu schaffen, damit Menschen sich nicht bei der Polizei über die Polizei beschweren müssen. Und eine moderne Organisation, die zeichnet sich doch genau dadurch aus, wie sie mit Fehlern umgeht und wie sie mit den Menschen, die diese Fehler machen, umgeht. Und der Polizeibeauftragte steht also für einen Staat, der eine moderne Fehlerkultur lebt. Und manchmal, da sieht es für Laien doch auch nur so aus, als seien Fehler passiert. Dann stellen sich Fragen, weil zum Beispiel handelnde Personen aufgrund des Einsatzgeschehens ihr Handeln in der Hektik des Einsatzes nicht so gut erklären konnten und sich Menschen unrechtmäßig behandelt fühlen. Und in solchen Fällen kann die Stelle vermitteln und erklären. Der Polizeibeauftragte steht also für einen Staat, der komplizierte Regeln erklärt und Handeln transparent macht. Der Polizeibeauftragte steht aber auch für einen Staat, in dem verabscheuungswürdige Fälle von Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und Islamismus in der Polizei nicht geduldet werden. Das hat nichts mit Vorverurteilung zu tun, sondern mit rechtsstaatlicher Verantwortung. Und zwar auch eine Verantwortung für die Polizistinnen und Polizisten, deren Ansehen durch solche Fälle enorm belastet werden. Der oder die Polizeibeauftragte steht also als Institution und als Person, als jemand, der den Polizistinnen und Polizisten den Rücken für ihr rechtsstaatliches Handeln stärkt. Und mal ganz ehrlich, wenn hier gleich jemand ankommt mit dem alten Hut Misstrauen, Generalverdacht, na ganz im Gegenteil. Kennen Sie eine einzige Soldatin oder einen einzigen Soldaten, der die Wehrbeauftragte als Misstrauen der Politik in die Truppe ansieht? Das ist doch Blödsinn. Denn in der Politik sprechen wir ganz, ganz viel über Vertrauensverlust im Moment der Menschen in den Staat. Und das sollten wir ernst nehmen. Das sollten wir wirklich ernst nehmen als Politik. Und es reicht nicht immer, über Vertrauen zu sprechen, sondern Vertrauen muss aufgebaut werden. Die Einführung des unabhängigen Polizeibeauftragten als Vermittler, als Aufklärer und als Warnsystem ist ein Zeichen des Vertrauens in unsere Demokratie und unsere Fähigkeit zur Selbstkorrektur. Der unabhängige Polizeibeauftragte ist ein klares Bekenntnis zu einer Polizei, die in der Lage ist, sich selbst zu überprüfen und zu verbessern und sich ihrem höchsten Ziel verpflichtet fühlt, dem Schutz und der Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger. Der oder die unabhängige Polizeibeauftragte beim Landtag kommt. Und das ist eine wirklich gute Nachricht für Nordrhein-Westfalen, für die Sicherheit und für die Bürgerrechte in unserem Land.